Willkommen zurück in einer neuen Folge von Fallout 2. So, dann, ich habe die Basis jetzt soweit mal ausgeräumt. Schauen wir mal gerade. Ich nehme mal den Motor noch mit. Aber hier wieder das Problem mit dem... Ich glaube, vielleicht müsste ich einfach nochmal rein und raus. Also einmal in das Gebäude rein, einmal rausgehen. Hier waren ja noch Zeitschriften drin. Ich glaube, ich habe hier beim letzten Mal dann tatsächlich nicht mehr geplündert. Weil wir ein normaler Vorschlaghammer, da hinten war aber noch ein super Vorschlaghammer, den hätte ich dann ganz gerne. Hier noch was Schönes. Ja, Energiezellen. Sehr gut. Ah genau, dann kann ich hier mal noch schnell lesen. Ja, ich kriege halt durch irgendwas Schaden. Kann halt sein, dass das hier alles ein bisschen verstrahlt ist. Genau, und da haben wir dann die Motivator-Einheit. Ah, Mist. Was kann ich denn ablegen? Weißt du, was meinen? Ich gebe dir gerade mal die... Teile, da bist du. Ja, doch, was denn? Schön aufeinander geklumpt. Bitteschön. Ich hoffe mal, das reicht jetzt. Aber da du ja eh keinen Bock hast, mitzukämpfen, bist du halt fürs Tanken vom Auto mittlerweile zuständig. Hast jetzt davon. Jawohl. Cool. Jetzt kann ich jetzt auch den... Jetzt muss ich nochmal raus. Nochmal hier hin und den... Oder soll ich... Na, ich glaube, der ist schon ganz gut, wenn wir nachher in der Basis dann direkt vor so einem Mutanten stehen. Also ich meine, Munition würde es nicht mehr ausgehen. Nicht vor einem Mutanten, vor einem von diesen Kollegen hier. Auch Enklave-Leute genannt. Ich glaube, die Munition würde es nicht mehr ausgehen und... Ich weiß ja nicht. Würde mich trotzdem besser fühlen, wenn ich einen Hammer hätte. Naja, so weit ist es ja zum Glück nicht. Ach, andererseits, ihr könnt ja noch was für mich tragen, oder? Mein Grad Marcus sollte auch jetzt wieder Platz haben. Was willst du? Mal gucken. Ja, passt. Hat du jetzt auch noch ein paar Energiezellen? Achso, du hast ja aber auch eine Superfaust. Ja, komm, nimm du mal gerade hier die beiden Dings, also die Einheit hier. Das wär's. Stimmt, die Begleiter haben ja noch einen nützlichen Funktion, also haben ja eine nützliche Funktion. Sie können als Packesel benutzt werden. So, ich speichere, wie gesagt, das ist mir gerade wieder abgestürzt. Das ist wohl letzte Zeit wieder sehr absturzfreudig, das Spiel. Die Zeit, dass wir es zu Ende kriegen, glaube ich. Aber ja. Ich glaube, der Geschützturm da hinten dürfte auch weg sein. Wie viel brauchen wir eigentlich zum nächsten Level ab? Noch 20.000 knapp. Gut. So, und irgendwo hier war ja noch der Vorschlaghammer drin. Schauen wir mal. Hast du das? Nein? Und vielleicht hier? Tata. Nein. Ja. Sehr gut. So, komm. Vielleicht brauchen wir es nochmal. Gut. Dann wären wir hier tatsächlich fertig.
Seit uns sind noch zwei Geschütze, die lasse ich aber tatsächlich. Das ist mir jetzt zu stressig. Dürfte zwar auch einigermaßen gehen, aber hey. Wir haben jetzt mehr als genug hier getan. So, dann geht's jetzt nochmal nach... Denn... Ach ja, genau, und wir... hatte ich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob Beth noch mit uns redet. Das war das Problem mit dem... Weil ich glaube, ihr können wir Bescheid sagen, dass Metzger tot ist und kriegen dafür auch nochmal Erfahrungspunkte und haben dann die Quest abgeschlossen. Von daher... Mal schauen. So, das war Navarro. Dann... Ja. Oder war das Klamath? Fahren wir erstmal nach Den und schauen dann mal. Ist ein Mutantenspion. Ich weiß nicht, vielleicht weil ein Mutant bei uns dabei ist. Wie kommt ihr denn auf sowas? Du scheinst mit dem MG nicht so sonderlich viel Schaden zu machen. Na dann, Kopfschuss. Okay. Nochmal. Na, schade. Das sollte sie aber zerlegt haben, oder? Ja, so weit wie die fliegt. War's das mit dir? Ist gut. Den hättest du mal mit so viel Schaden treffen können. Der war nämlich noch unverletzt. Ja, stimmt, ich habe den nicht geheilt. Blöd. Aber ich hatte, glaube ich, auch kurz vorher nochmal gespeichert. Dann warten wir halt nochmal, bis alle geheilt sind. Ja, stimmt. Und wir sind auch stark angeschlagen, wie ich hier sehe. So, ich glaube, die Begleiter labern sich auch nochmal irgendwas zurecht hier. Oh, guck mal, bald ist Weihnachten hier. 19. Dezember, 20. Dezember. Bleiben bis Weihnachten hier? Das könnte sogar echt gut sein. 21. Dezember. Ja, doch nicht. Gut, dann werden alle nochmal fit. Weiter geht's. Vielleicht können wir jetzt ja nach Den. Ohne Zwischenfälle. Nope, unbekannt. Ah, das Café der geplatzten Träume. Cool, jetzt haben wir die Zufallsbegegnung noch gekriegt. Sehr schön. Die ist nämlich echt witzig. Das hatte ich auch noch im Let's Play gesehen. So, ich muss mal eine stehende Figur sein. Die haben wir halt überall noch... Hey, du bist ein Fallout... du bist Tandy. Das ist halt die Original-Tandy aus Fallout 1. Und das sind halt alle Spielercharaktere aus Fallout 1. Das ist halt auch ganz witzig. Und hier haben wir Dogmeat. Gefährlich aussehender Hund. Und Sphinx, wer bist du? Zed. Kann ich glauben, dass sie mich in Fallout 1 nicht genommen haben. Ja. Obwohl so als Redhead. Es war einfach unmöglich, Dogmeat bis zum Ende von Fallout 1 durchzubringen. Ja, ja, wie gesagt, der hält halt nichts aus. Ihn zu bestehlen, es ging glatt. Meistens. Das war schon süß. Ja, ja, das war er. Irgendwas zu erzählen? Nee. Jön, ich glaube, der ist irgendwo in Fallout 2. Vielleicht in der Abtei. Er war einfach nicht zäh genug für die Endrunde. Nee, das ist... Die sind wir irgendwie alle nicht zäh genug hier. Cool.
Wir können, glaube ich, Dogmeat sogar als Begleiter mitnehmen, wenn wir, ich glaube, unsere Power-Rüstung ausziehen. Dann erkennt er uns. Wenn mich nicht alles täuscht. Das Gewehr, ja, wie gesagt, dann hast du halt dann. Was halt die Spiele alles so zerlegt haben. Kann ich mit dir eigentlich reden? Da ist der Hund. Der Hund winselt leise, als er den Bunkeranzug sieht. Sieht so aus, als wolle er mit dir gehen. Ja. Weißt du was, Myron? Ich lass dich mal kurz hier. Ja doch, was denn? Siehst du nicht, dass ich denke? Ich soll hier auf... Hey, meinst du das etwa ernst? Mann, ey... Klappe halten, warten. Okay, okay, ich warte hier. So, komm schon, Junge. So, dann kann ich jetzt meine Power-Rüstung wieder anziehen. Witzig, witzig. Cool, speichere ich direkt mal. Ich hoffe, dass der jetzt die Begegnungen überlebt. Nee, ich möchte da nämlich auch keiner Enklavenpatrouille begegnen. Westside. Ja, ja, die sind hier alle nicht allzu freundlich, das ist in Ordnung. Becky. Ja, ja, Kinder. Okay, mit dir können wir tatsächlich nicht mehr reden. Alles klar. Ach, mal gerade Pause. So, da kam gerade noch ein Päckchen. So, der Briefkasten ist leer. Ach, hier war auch noch so ein Bruderschaftsding. Warte mal. Das Auto haben wir da oben stehen, oder? Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich da nicht hin. Ihr reist ja, ja, genau. Die Königin von Mie. Das haben wir ja schon erledigt. Geist. Du bist, ich hab dir nichts mehr zu sagen. Okay, dann gehe ich halt. Dann gehe ich halt hier rein. Ach, hier ist auch nichts sonst. Okay. Ah, wahrscheinlich sind, warte mal, die anderen beiden Chips, die wir noch haben, wahrscheinlich waren die dann für Intuition und Beweglichkeit und die haben wir schon auf 10 oder halt auch für Stärke. Das kann sein. Dass wir die deswegen nicht mehr nutzen können, weil wir das schon auf Maximum haben. Gut, aber dann müssen wir doch nach Klamath und nicht nach Den. Ich kann ja mal sagen, wie gut dein Auto mittlerweile funktioniert. Gehst du von meinem Auto weg? Das hat eine graue Farbe. So wirklich farbenfroh ist es halt auch nicht, das Spiel. Das muss mir dann auch nochmal dazu sagen. Dann fahren wir nach Klamath. Genau, die Stadtmitte. Und hier war das, glaube ich, wo es immer abgestürzt ist. Okay, dann will ich mal gerade gucken. Liegt es daran, dass ich Begleiter dabei habe oder liegt es daran, dass ich Dings dabei hatte? Zulig. Geht das nur mit Zulig nicht? So, jetzt hat es tatsächlich funktioniert. Es lag nicht an den Begleitern. Ich musste tatsächlich den Blutpatch nochmal installieren. Und wie auch schon bei dem anderen Let's Play geschrieben wurde, hier liegt halt irgendwie ein ja, abgeschützter Vertibird, eine Enklavenware und ein Mr. Handy. Ja, keine Ahnung, warum es vorher mal irgendwie funktioniert hat. Wahrscheinlich bin ich dann doch in eine andere Richtung gelaufen, als ich eigentlich dachte.
Hallo, Mr. Handy. Du bist direkt böse, okay. Na dann. Ballern wir doch mal auf die Sensoren. Und, hat Riesenschaden erlitten. Achso, der ist eh schon kaputt. So gut wie tot. Und die Sensordinger, gut, das habe ich halt auch mitgekriegt, wenn die bei den Robotern die Sensoren kaputt sind, dann sind die halt quasi nutzlos. Zerlegen wir dich. Gut, du hast aber auch nichts zum Plündern. Wahrscheinlich war der irgendwie der originalen Dings nicht mehr animiert. Gerade für den gelben Reaktor. Okay. Wenn du meinst. Eine Enklavenwache. Bin ich verbrutzelt. Na gut, dann habe ich tatsächlich doch noch alles hier erledigt, was ich erledigen wollte. Sehr schön. Dann gehen wir wieder zum Auto, fahren zurück nach Dings. Kann ich da noch irgendwas reinladen gerade? Ja, auf jeden Fall die Sachen, die ich gerade aufgenommen habe. Diese Keycard, ich glaube, die werden wir zwar auch nicht mehr brauchen, aber hey, passt schon. So, beeil dich mal ein wenig, mein lieber Charakter. Haben doch keine Zeit. So. Warte mal kurz. Ich habe den K9 nicht mitgenommen. Naja gut, dann gehen wir jetzt erstmal Meilen abholen, bringen die Charaktere ins Dings zurück, dann hole ich K9 und dann... Oder kann ich K9 auf dem Weg noch? Ne, ich habe ja schon zu viele... zu viele Begleiter. Diese Verpeiltheit. Wo ich glaube, K9 zählt auch nicht wirklich zu den Begleitern hinzu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gucken wir mal. Erstmal nach Navarro. Bauern, ne? Bauern brauche ich gerade nicht. Das wäre jetzt keine Enklavenpatrouille treffen, weil... Ja. Ich glaube, der Hund überlebt das nicht. Was willst du? So, gib mir mal gerade bitte... Die Sensor, den Motivator. Danke. Dann setzen wir den noch gerade ein. Gucken, ob das funktioniert. Auch wieder zwei Folgen. Ich dachte, das habe ich in einer halben Folge erledigt hier, das ganze Zeug. Scheinbar war das nicht so. Na gut, weißt du halt bei dem Spiel auch nie so wirklich, was noch schief geht, was du halt nochmal eben dann neu machen musst. Und ich bin froh, dass wir das Kaffee noch mitgenommen haben. Das ist auch wieder ein ganz nettes Easter Egg gewesen. So, mein liebes Hündchen. Dann mal los. Durch. Dann reden wir mit dir. Du musst leider mal kurz draußen bleiben. So, hier, bitteschön. Interstellar. Ja, beruhig dich mal. Komm, packen wir das mal gerade rein. Und nochmal 3500 Erfahrungspunkte. Ja, wäre cool. Und der scheint halt auch irgendwie nicht zu dem Begleiterlimit dazu zu zählen. Oder, achso, vielleicht weil ich mittlerweile 7 Charisma-Punkte habe, dass ich jetzt doch noch einen Begleiter mehr mitnehmen kann. Das könnte natürlich auch sein. Hey, jetzt haben wir 2 Hunde. Cool.
Ah, ne, da will ich nicht hin. Ich möchte eigentlich wieder hier raus. Ich guck mal, ob wir Mario mitnehmen können. Ich meine, das Café ist gerade um die Ecke. Das passt ja. Ach ja, und ich speichere gerade nochmal. Ja, und dann laden wir die alle am Tanker ab. Begleiter. Machen damit, ich denke mal, in ein oder zwei Folgen dann den Tanker fit. Und dann geht's ab zum... Ja, zur... Festung der Enklave. Mal gucken, was es da dann alles noch erwartet. Das habe ich nämlich bisher noch nicht gesehen. Was da dann so abgeht. So kann ich da den... Achso, die Tür ist schon wieder zu, ne? Bin ich denn? Da oben sogar. So, da ist mir, wahrscheinlich hat mir irgendjemand im Weg rumgestanden. Das kann natürlich auch sein. So, komm. Auf. Diese Hunde, die im Weg rumstehen. Mal los, meine Lieben. Ein kurzer Test. Myron? Wie geht's dir mit den ganzen anderen Sager? Hast du es endlich geschnallt, hä? Nee, ich will nicht schon wieder mit einer Familie rumhängen. Die Modinos haben mir gereicht. Werd ein bisschen gepäcklos, dann reden wir drüber. Okay. Dann müssen wir euch erstmal abladen. Oder wir lassen Myron einfach beim Café der zerstörten Träume. dies gegen Söldner wert. Nö, nö. Genug Zufallsbegegnungen. So, Tankerkönig. Ja, dann lassen wir mal den Hund hier. Hier geblieben. Wach dieses Fass. Und warte mal. Das wär's erstmal. Was willst du? Du wartest hier auch. Ich bleib einfach hier. Genau. So, Cassidy darf mitkommen. Dann werden wir hier Vico und Sulik genommen. Obwohl, nee, werden wir nicht. Ob ich die eigentlich stehen lassen? Ich glaube auch hier unten, oder? Oder habe ich die beim Auto stehen lassen? Da sind sie weg. So, na, siehst du mal. Gut, dass du dich mir angeschlossen hast. Die sind nicht beim Auto. Ah ne, doch, da sind sie. Okay. Gut, dann müssen wir es noch Myron abholen, den hier absetzen und dann könnt ihr zwei wieder mitkommen, ne? Sind gleich wieder da. So. Dahin, dahin. Dann zum Café. Nö, keine Feuergeggos, bitte. Ich habe auch schon befürchtet, dass das demnächst vorkommt. Gut, dann. Wo haben wir die ganzen Energiezellen? Da.
5 raus. Jetzt wird eine Runde getankt. Einmal, zweimal. Sehr schön. Alles rein hier. Alles schön reinladen. Jawohl, ja. So, Myron, dann komm. Hast du es endlich geschnallt? Ja, komm. Wir gehen. Okay. Du wirst so direkt wieder abgeladen. Niemand mag dich. Ich glaube, als böser Charakter ist es wahrscheinlich mit dem doch ganz witzig, aber so im Moment passt das irgendwie nicht so ganz. Presspatrouille. So, komm, stell ich mal hier zu Markus. Dann ist gut. Ja, doch, was denn? Siehst du nicht, dass ich denke? Ich soll hier auf dich warten. Hey, meinst du das etwa ernst? Okay, okay. So, Klappe halten, warten. Weiter geht's. Gut. Dann würde ich unten die Begleiter noch einsammeln und dann, machen wir uns hier mal wieder auf dem Weg. Ja. Sehen wir uns dann gleich beim Tanker wieder. Da müssen wir nämlich ja eher als nächstes weitermachen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.